Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Video zum graphischen Ableiten. Um Folgendes soll es heute gehen, und zwar wenn man einen Graphen einer Funktion gegeben hat, so wie hier den Graph der Funktion f, dann stellt sich die Frage, wie kann ich daraus direkt den Graphen der zugehörigen Ableitungsfunktion f' skizzieren? Und da wäre erstmal die Frage, was stellt die Ableitungsfunktion f' denn dar? Ja gut, der Graph der Ableitungsfunktion gibt die Ableitung, also die Steigung der Funktion f an. Gut, das heißt, wir brauchen eigentlich nur für jede x-Stelle entsprechend zu wissen, was für eine Steigung hat die Funktion an dieser Stelle. Dann können wir den Graph der Ableitungsfunktion skizzieren. Problem ist nur, das ist gar nicht so leicht abzulesen. In dem Fall hier kann man das nur für zwei Stellen sehr genau machen. Für welche Stellen denn? Ja gut, für die Stellen x gleich 3 und x gleich 6 ist es sehr leicht abzulesen. Wieso denn? Naja, an diesen Stellen hat die Funktion die Steigung 0. Woran sehe ich das? Die Funktion fällt, 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 fällt und ab dieser Stelle steigt sie wieder. Das heißt, ganz kurz ist hier die Steigung 0. Genau, und das können wir auch einfach einzeichnen. An dieser Stelle, wo der Tiefpunkt ist, mache ich jetzt hier ein Kreuz bei dem y-Wert 0. Gut, und das gleiche gilt auch für die x-Stelle x gleich 6, denn hier tut von links kommen die Funktion erstmal steigen und ab der Stelle fällt die Funktion wieder. Das heißt, auch hier können wir entsprechend eintragen, dass die Ableitung den Wert 0 hat. Genau, habe ich hier auch eingetragen. Gut, für die anderen Bereiche, also für das danach und das dazwischen und das davor, ist es nicht so einfach. Da können wir nicht Stelle für Stelle einzeichnen, sondern da müssen wir uns überlegen, was in den Bereichen los ist. Deshalb tun wir uns die Bereiche erstmal kurz einzeichnen. Also, wir haben jetzt das Ganze in drei Bereiche unterteilt. Der erste Bereich ist x kleiner 3. Der zweite Bereich ist von 3 bis 6. Und der dritte Bereich ist für alle x-Werte größer 6. Ja, und was gilt jetzt für den Graph der Funktion f in diesen drei Bereichen? Gut, im ersten Bereich, also für x kleiner 3, fällt der Graph der Funktion f. Von x gleich 3 bis x gleich 6 steigt der Graph der Funktion f. Und ab x größer 6 fällt er wieder. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf den Graph der Ableitungsfunktion? Gut, im ersten Bereich ist der Graph der Ableitungsfunktion f' deswegen unterhalb der x-Achse. Im zweiten Bereich ist er oberhalb der x-Achse. Und im dritten Bereich ist er wieder unterhalb der x-Achse. Okay, dann nutzen wir doch mal genau diese Information und skizzieren den Graph der Ableitungsfunktion. Okay, hier haben wir die Skizze vom Graphen der Ableitungsfunktion und wie gerade gesagt, hier unterhalb der x-Achse, hier oberhalb und hier wieder unterhalb. Aber das ist nur eine Skizze, der könnte auch ganz anders aussehen. Warum? Ja, zum Beispiel könnte er auch so aussehen, ich habe es mal vorbereitet. Der erfüllt auch die gleiche Bedingung. Unterhalb, oberhalb, unterhalb. Richtig, wie steil er genau ist, das können wir wirklich nicht genau sagen. Das heißt, auch hier könnten wir sagen, das ist der Graph der Ableitungsfunktion f'. Wir schauen uns nachher bei den Aufgaben an, wie man einen genaueren Wert der Ableitung an einer beliebigen Stelle der Funktion bestimmen könnte, sodass man den Ableitungsgraphen noch genauer darstellen könnte. Generell gilt aber für euch, wenn es heißt, skizziere den Graphen der Ableitungsfunktion, dann sind nur die Bereiche wichtig und dann könnte bei einem von euch der orangene und beim anderen der grüne rauskommen. Richtig. Deswegen in eurem Heftaufschrieb reicht es auch, wenn ihr einen der beiden hinzeichnet. Also, wir schreiben uns als Merksatz in unser Heft auf, die Ableitung an einer Stelle x0 ist die Steigung der Funktion f an dieser Stelle. Es gilt also, die Steigung m ist gleich f' von x0. Was das genau bedeutet, gucken wir uns gleich im Beispiel nochmal an. Gut, und die Ableitungsfunktion f' von x0, die ordnet jeder Stelle x0 die zugehörige Ableitung zu. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu einer Aufgabe. So, wir kommen jetzt zur Aufgabe. Die lautet, gegeben ist die Funktion f mit f von x gleich x hoch 3 plus 1. Teilaufgabe a lautet, skizziere den Graphen der Funktion f. Gut, die Funktion f ist ja zusammengesetzt aus einer Grundfunktion x hoch 3. Es gibt so ein paar Grundfunktionen, da müsste man den Graphen wirklich wissen. Was sind das für Grundfunktionen? Na, ich würde sagen, neben x hoch 3, x hoch 5, x hoch 7, die alle recht ähnlich aussehen, wäre so x Quadrat, x hoch 4, x hoch 6 und so weiter. Dann vielleicht noch 1 durch x. 1 durch x² und Wurzel x. Wenn ihr die skizzieren könnt, einfach mal so schnell auf dem Blatt Papier, dann wäre das eigentlich recht sinnvoll.
Jetzt ist es aber so, wir haben ja gesagt, es ist nur zusammengesetzt aus einer der Grundfunktionen. Und zwar hat sie hinten noch dieses plus 1. Das heißt, einfach nur die Skizze von x hoch 3 zu kennen, reicht uns nicht. Ja, genau, die ist um 1 nach oben verschoben. Man könnte jetzt einfach x hoch 3 skizzieren und dann das Ganze um 1 nach oben verschieben. Aber eine andere Möglichkeit bietet sich auch an, die bietet sich eigentlich immer an. Man kann für die x-Werte minus 1, 0 und 1 einfach den y-Wert berechnen und die drei Kreuze einzeichnen und dann den Graphen zeichnen. Gut, rechnet ihr doch mal das Ganze aus und haltet die Ergebnisse in einer Wertetabelle fest. Wir sehen uns wieder mit der Lösung in 3, 2, 1. Gut, wir haben hier die Wertetabelle. Ich lese gerade mal vor. Für den x-Wert minus 1 haben wir den y-Wert 0. Für den x-Wert 0 haben wir den y-Wert 1 und für den x-Wert 1 haben wir den y-Wert 2. Wir haben diese Punkte gleich auch schon als Kreuze in unser Koordinatensystem eingezeichnet und dann können wir auch den Graphen durch diese Punkte skizzieren. Wir wissen ja grob, wie x hoch 3 plus 1 aussieht. Hier haben wir es auch schon mal gemacht. Das ist jetzt der Graph der Funktion f. Da zeichnen wir so ein kleines f ein. Gut, dann kommen wir zu b. Dort sollen wir näherungsweise den Wert der Ableitungsfunktion f' an der Stelle x gleich 1 bestimmen. Und wir erinnern uns, die Ableitungsfunktion gibt ja für jeden x-Wert die Steigung der ursprünglichen Funktion an. Das heißt, wir müssen eigentlich nur die Steigung an der Stelle x gleich 1 rausfinden. Wir wissen aber auch, das ist bei einer Kurve gar nicht so leicht. Die Steigung bestimmen könnten wir bei einer Geraden, im Steigungsdreieck. Hier ist es nicht so leicht, aber wir können uns behelfen. Ja, wir haben jetzt zwar keine Gerade, aber wir können eine einzeichnen, und zwar die Tangente können wir ja einzeichnen. Weißt du auch noch, was die Tangente wirklich genau ist? Na gut, die Tangente ist eine Gerade, die die Funktion in einem bestimmten Punkt berührt, hier zum Beispiel am Punkt x gleich 1. Und diese Gerade hat zusätzlich die Eigenschaft, dass ihre Steigung, der Steigung der Funktion in diesem Punkt entspricht. Und diese Gerade haben wir schon vorbereitet. Hier ist sie nämlich. Und um die Steigung dieser Geraden rauszufinden, müssen wir nur das Steigungsdreieck einzeichnen. Wir gehen also von dem Punkt aus 1 nach rechts. Und da müssen wir schauen, um wie viel müssen wir noch nach oben gehen. Wie viel ist denn das hier ungefähr? Na gut, das ist 1, 2,5, so ungefähr 2,7. Genau, dann können wir das hier eintragen, 2,7, was ungefähr ist. Ich mache jetzt noch ein Ungefährzeichen, ungefähr 2,7 auch schon hier. Und wir können dann bei der b eintragen, für b die Steigung m, die dasselbe ist wie f' an der Stelle 1, ist ungefähr 2,7. Genau, denn beim Steigungsdreieck würde man ja eigentlich das auf der senkrechten durch das auf der waagrechten teilen. Da hier aber 1 steht, ist es 2,7 durch 1 und dann bleibt 2,7 übrig. Natürlich ist das nur eine Näherung. Wir werden so im späteren Zeitpunkt herausfinden, dass die Ableitung an der Stelle 1 von dieser Funktion hier, naja, nicht ganz 2,7 ist. So, dann kommen wir jetzt noch zum Aufgabenteil C. Es soll der Graph der Ableitungsfunktion f' skizziert werden. Das haben wir vorhin schon gemacht. Bevor ihr jetzt aber gleich selber startet, zwei Hinweise. Schaut wieder, ob es Punkte gibt, wo die Steigung 0 ist. Die könnt ihr als allererstes eintragen. Überlegt euch dann, ob es Bereiche gibt, bevor ihr skizziert, und nutzt diese Information hier. Im Gegensatz zu dem Beispiel vorhin wissen wir eine weitere Stelle, nämlich bei 1 ist es 2,7. Das erleichtert euch, die Ableitungsfunktion möglichst präzise zu skizzieren. Und die Lösung? Gibt es in 3, 2, 1. So, die beiden erwähnten Punkte sind eingezeichnet. Wir haben hier bei x gleich 0 und y gleich 0 ein Kreuz. Warum? Naja, die Funktion, sehen wir hier ganz deutlich, hat hier kurzzeitig die Steigung 0. Hier wird es komplett flach. Und der Punkt ist eingezeichnet, unser x gleich 1 und y gleich 2,7. Was aber vergessen wurde, sind die besagten Bereiche. Ach so, nee, die wurden gar nicht vergessen, denn man sieht ganz klar an der Funktion f, dass sie die ganze Zeit steigt. Das heißt, f' ist die ganze Zeit positiv, also die ganze Zeit oberhalb der x-Achse. Ja, außer an dem Punkt hier, wo wir wissen, da ist sie 0. Okay, wir haben keine Bereiche, skizzieren wollen wir es trotzdem. Wie machen wir das dann jetzt? Naja, wenn wir uns den Anfang des Graphen von f angucken, dann sehen wir, hier ist er sehr steil. Das heißt, f' hat sehr große Werte. Später wird der Graph von f recht flach. Das heißt, da sind die Werte von f' eher kleiner. Und dann später ist er wieder sehr steil. Das heißt, da sind die Werte von f' wieder größer. Okay, aber wenn wir erst große Werte haben,
dann sehr kleine Werte, die 0 werden und dann wieder große Werte, dann klingt das irgendwie so ein bisschen nach einer Parabel. Genau, es ist auch eine Parabel und ich habe die hier auch schon mal vorbereitet. Und an Graph dieser Parabel können wir auch F' hinschreiben. Gut, damit wäre die Aufgabe gelöst und unser Video wäre für heute am Ende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.